Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4. Nimmst du, was gerade nicht ganz so gut läuft. Nicht ganz so gut. Wir sollten eigentlich noch ein bisschen was übrig haben. Einfache Aufklärung. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen, okay? Sag mal, dich hier möchten wir und dann dort hingestellt. Damit wir die Lufthoheit haben und die Hälfte von euch noch hingestellt für, keine Ahnung, da und da. Dass wir auf jeden Fall gucken können, dass wir beide Sachen abgedeckt haben. Es ist ja nicht viel. Es ist nicht viel, aber ein kleines bisschen hier und dort hilft schon mal aus. Habt ihr das Ganze unterbrochen? Nein, aber ihr habt den Hub. Ihr habt hier einen kleinen Hub erobert. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Griechenland wird erobert. Ihr habt da mal ein bisschen was. Dort hinten, was? Der Stützpunkt. Und deswegen habt ihr... Ja, vergiss es, vergiss es. Ich möchte hier bitte auch Konvoi-Befehle starten. Wenn schon, denn schon. Und wir sagen noch, wir hätten gerne, dass du zur 8 dazukommst. Ich hab dann mal beide. Einmal Massenproduktion überall. So, weiter geht's. Wir benötigen hier noch mehr Verschanzung. 35, yep. 10% mehr. Wir halten das. Wir werden da sowas von halten. Mit ein bisschen mehr Angriff wird es sogar noch besser werden zum Schluss. Bitte Typ 2 bauen. Ansonsten. Na, verbessertes Chassis wäre auch mal so Stich. Wir sind im Minus überall. Waffentechnik noch wesentlich mehr. Da verschleißen wir gerade bis zum Umfang. Wir haben auch ziemlich viel, gebe ich zu. Ganz und gar viel sogar. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Noch mehr Fabriken hingebaut. Dann hat sich das Ganze auch wieder erledigt. Amerikanische Truppen, sind denn schon welche hier angekommen? Die ersten paar kommen. Ja, ich bitte darum. Hilfe. Einfach nur Hilfe. Wenn wir das nämlich vor uns einnehmen könnten, würde ich nicht Nein dazu sagen. Denn jedes bisschen hilft bei der ganzen Aktion, genauso wie hier oben. Die Amis dürfen gerne überall mit dabei sein. Go, go, go. Einfach nur, damit wir das hier quasi einmal umzingelt haben. Ihr dürft doch gerne hier rumfahren. Haben wir denn... Ja, die Versorgung, sie geht. Sie könnte ja ein bisschen besser sein. Mal zum Beispiel hier einen Hafen hinstellen. Und dann sagen, du wirst sogar noch verbunden. Also, das ist auch richtig gut Schmankerl, würde ich mal behaupten. Ja, ihr seid mit dabei. Mittel der Kriegsführung. Weiteren Forschungszweig, ja. Ein bisschen mehr forschen können, sage ich nicht nein. Verschanzung, das ist zu weit. Das würde gehen. Wisst ihr was? So ein besserer mittlerer Tank hätte was für sich. Und wir haben wieder 4 U-Boote verloren, aber eins von ihnen besiegt. Das ist schon mal gut, schon mal sehr gut. Wie schaut es denn aus mit unserer Flotte eigentlich? 77, Tendenz besser werdend. Yep. Das hat einiges gebracht auf Dauer. Nur 11 U-Boote des Typs 2. Okay, das ist... Ahem. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Okay, man merkt schon, der Typ 2 ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Wenn sie auslaufen, laufen sie aus. Dann sag mal einfach, ihr kommt wieder in die 64er Flotte rein. Was soll's? Ui, 9er. Mindestens genauso gut, dann können sie da hinten noch ein bisschen Blödsinn anstellen. Deutschland, ihr möchtet unbedingt hier oben bleiben, habe ich das Gefühl. Aber ich finde das halt jetzt nicht gut. Muss ich sagen, ich finde das echt nicht gut. Wir haben ihn schon besiegt. Wir haben fast 100 verloren, die haben über 300 verloren. Ja, es wird besser. Es wird besser. Können denn die Bomber... Wir haben ja welche da, oder? Wir müssen doch Bomber da haben irgendwo. Da.
Ihr bombardiert alles, was da drin ist, würde ich mal sagen, oder? Yep. Straßen sind kaputt. Logistik ist kaputt. Aber noch nicht so ganz die Flak. Zack, Flak kaputt machen. Das wäre jetzt ganz wichtig an der Stelle. Einmal fokussieren das ganze Feuer. Passt. Wunderschön. Wir können weitermachen. Ah, Agent. Du hier. Verteidige unsere Interessen im Inland. Das ist in Ordnung. Nicht genügend Rohstoffe. Ja, das übliche Problem. So wie immer halt. Und wie schaut es hier hinten aus? Sie versuchen anzugreifen. Und kommen relativ gut durch, muss ich gerade sagen. Wir haben aber auch eine ganz große Front, also. Hu. Fehlt uns was. Ausrüstung. Ganz massiv viel Ausrüstung. Schießen wir endlich mal ein U-Boot von ihnen ab. Das wäre ganz toll. Das wäre wirklich ganz toll. Auch wenn man das hier besiegen könnte. Das wäre... Ja. Oh, langsam wird's was. Langsam wird's was. Sind schon wir, die angreifen? Ja, das sind wir. Okay. Monatlich 7500. Her damit. Wenn du mir so viel geben kannst, sage ich nicht nein dazu. Produktivität wird erhöht. Unterstützung können wir noch ein bisschen erhöhen. Bodenstützung noch mehr unterhöhen. Und dann sagt man noch, unsere Zerstörer soll noch effektiver werden. Nachdem wir das alles gemacht haben, gibt es den harttätigen Verteidiger noch oben drauf. Yep. Angreifen ist schön und gut, aber verteidigen ist noch ein bisschen besser momentan. Wir haben hier gut was eingenommen, stelle ich fest. Hier habt ihr was, hier habt ihr was. Haben wir unsere Flieger hier oben verloren? Anscheinend ja. Können wir dich angreifen, und dich darum angreifen? Ah, der fliegt bereits, okay. Das ist ja schon mal sehr gut, dass wir da zumindest ein bisschen was am Plus machen. Gerade sagen, Jungs und Mädels, schießt sie mal ab. Wäre ganz, ganz dringend, dass du sie mal abschießt. Oh, Infanterie, nein. Warum nur? Okay, noch mehr Verschlüsselung ist in Ordnung. Waffentechnik sind auch soweit klar. Dann benötigen wir mal nach und nach die Atomtechnik und die Raketentechnik, beides. Wir benötigen beides. Können wir das Rennen um die Atombombe mitmachen? Glaube gerade nicht. Nein. Also wenn wir die Meme noch erkunden können, das wäre natürlich auch super. Nein. Leibwacht von euch? Ja, her damit. Immer nur her damit. Ich nehme alles gerne entgegen. Jedes bisschen Ausrüstung ist gerade gerne gesehen. Produktion weiter hoch, 35. Oje. Panzer. Ich bitte darum. Upgraden. Jeder Panzer, den wir haben, muss so schlagkräftig sein wie 10 Panzer. Haut hin. Sördle. Ansonsten. Die haben nur ein bisschen was verloren. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Sie verlieren schon noch ein bisschen was. Oh. Sind wir drin? Ja, wir sind im Kampf drin. Wir sind im Kampf drinnen. Und schießen noch mehr von euch ab. Einen Moment. Das gucken wir uns gerne vorhin an. Panzerentwicklung. Ja, noch mehr Panzer. Wie viel können wir denn von euch abschießen? Wahrscheinlich nicht genug, wie ich es gerade sehe. 4, 5, 6. Oh, das tat weh. Das tat sogar richtig weh.
Darf ruhig noch mehr wehtun. Das schaut wieder recht schlecht da oben in Schweden aus. Könnte sein, dass wir da oben ein bisschen verlieren auf Dauer. Ein bisschen arg sogar. U-Boot. Ja, U-Boote. Können wir auch noch nebenbei machen. Aber Memel und Co. Ich glaube, das haben wir für uns gewonnen. Definitiv. Dann sagen wir doch mal, ihr sollt auf jeden Fall Wolbefälle machen. Ja, egal was da rauskommt, ihr fangt es ab. Dankeschön. Nächsten 5. U-Boote, U-Boote, U-Boote. Jetzt sind wir nämlich mal dran. Die kommen hier nicht raus. Sie werden nicht rauskommen. Ich werde alles dafür tun, dass da keiner rauskommt lebend. Produktionsoptimierte Fließbänder, ja. Wenn wir da noch ein bisschen was steigern könnten, das wäre wunderbar. Oh mein Gott, das ist die Flotte. Okay. Schauen wir noch mal. Wir haben noch mehr verloren. Die verlieren gerade sakramentisch viel bei der Aktion. Sag, du bist immer noch da. Ihr seid immer noch da. Wunderschön. Findet sie. Die nächsten Schiffe. 4 und 1. Noch mal eins. Wie viel haben wir denn schon besiegt? Wir haben fast 1 Million verloren. Die Deutschen über 1 Million. Russland. Wir haben allein 600.000 bereits besiegt. Tendenz besser werden. Ja, natürlich. Sowas von besser werden. Hallöchen aber auch. Angreifen, angreifen, angreifen. Nächsten, die wegfallen. Das sind komplett Truppenverbände, die wir nachher hochschicken können. Mhm, aber sowas von. Und die nächsten, die fliehen. Na, 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 na. Die Frage ist, wenn wir die jetzt haben, dann ist nur noch Memel da, wo sie raus können. Das ist wichtig, das ist sogar sehr wichtig. Direkt moderne Panzer machen? Ich glaube ja. Was soll es? Komm, wir haben den Bonus. Wir haben den Bonus und wir nutzen ihn auch dafür. Stahl, Stahl, Stahl. Wie viele Ressourcen haben wir noch übrig? Wir haben noch genug Stahl übrig. Da müssen wir gerade nichts machen. Die Leute haben wir auch soweit fertig. Ja, ich denke, wir sind relativ gut dabei. Noch ein bisschen mehr Pressezensur einrichten. Wäre nicht schlecht. Ja, das können wir noch machen. Passt soweit. Komm, Königsburg, das muss uns gehören. Jetzt, da passt's. Okay. Dann sagen wir ihr nicht mehr. Ihr kommt her. Ja, dahin. Zack, zack, zack. Wir stellen sie hier hin. Das heißt nämlich, sie können nicht mehr raus. Die Meme ist leer. Alle 30 Divisionen, die hier sind, werden draufgehen. Sie werden überrannt werden. Das heißt, von besiegten 766.000. Sogar mal gucken, wenn wir es hier brennen können. Meine Güte. Das waren fast 200.000 Stück, die wir gerade hier ausgelöscht haben. Läuft. Angriffsruf ist aktiviert. Wunderschön. Das heißt, du bist Infanterie-Experte im Angreifen. Definitiv. Noch mehr Infanterie-Experte, du bekommst beides. Ihr, meine Freunde, bekommt Infanterie-Experte. Wir gehen jetzt auf Angriff. Von Verteidigung in die Angriffsstellung. Ihr hier bekommt Winterexperte. Mhm. Organisationskünstler? Nee, haben wir nicht mehr übrig. Okay. Das reicht nicht mehr ganz aus. So, meine Freunde. Wird es Zeit, da zu gehen? Nein, es wird Zeit, hier oben erstmal aufzuräumen. Wir sagen mal. Wir hätten gerne hier einen Trupp. Einen großen Trupp sogar. Der bis nach Navijek angreift. Go. Mehr gab es, glaube ich, auch nicht. Nein, ihr seid dann wieder da unten unterwegs. Ja, das passt. Hier ist nichts. Da ist ein bisschen was. Hier ist ein bisschen was, aber das ist egal. Dann sagen wir doch mal, wir möchten all unsere Zerstörertruppen haben.
Wir haben das Flugfeld hier oben verloren, stelle ich gerade fest. Yep. Unschön. Wie wäre es denn, wenn wir das hier aufbauen? Das wäre interessant. Und dich hier weiter aufbauen. Yep. 1, 2. Müsste eigentlich ausreichend sein. Dann können wir nämlich auch sagen, wir möchten mehr hier oben haben. 1000 kriegen wir bereits unter. Okay, das ist schon mal, das ist schon mal etwas. Ihr hier, darüber hin und darüber hin. Wunderbar. Maschinen sind auch soweit fertig. Auf dass wir hier noch mehr Schaden anrichten können. Griechenland hat kapituliert. Mist. Jetzt kommen alle, wo da unten sind, zu mir hoch. Das ist ein bisschen unschön, gebe ich zu. Ein bisschen arg unschön sogar. Haben wir denn... Das ist eine alte Bombe, wo nichts mehr drin ist. Okay. Alte Bombe brauchen wir nicht mehr. Das passt soweit. Panzer haben wir mehr als genug da. Kann man sogar sagen, guck mal. Bitte einmal eine Lafette. Eine Flugabwehr und einen Jagdpanzer hinzu. Zack, wunderbar. So viel haben wir, dass das funktioniert. Ich freue mich. Schwere Jäger, wir sind im Minus momentan. Wir produzieren aber einen pro Tag. Also... Es ist schon mal in Ordnung. Minus 18.000 ist ein bisschen blöd. Und die Flaks gehen uns aus. Gerade jetzt die Flaks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das passt soweit. Hier auch, hier auch, hier auch. So. Ist denn der Kampfverband hier da? Ja, der ist da. Wie schaut es hier aus momentan? Relativ gut, sagen wir mal so. Ja, könnte ein bisschen besser sein. Dieser Knotenpunkt hier muss abgegradet werden, egal wie. Zack, 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 zack. Innerhalb von ein paar Tagen ist das Ding durchgeradet, würde ich sagen. Ein Monat. Okay, ist ein bisschen unschön, aber was soll's. Schaffen wir trotzdem. Artillerie ist fertig mit mittlerer Kanone. Bitte noch mehr. In die Artillerie reinhauen. Das wollte ich doch sehen. Dass man damals... Ah, Hallöchen. Da pokt jemand. Da will jemand was wissen von mir. Nicht mit mir. Okay, wie wäre es denn, wenn wir... Es wäre schön, wenn wir halt da rauskommen könnten. Aber dem ist nicht so. Die Flotte ist quasi hier gefangen. Etwas unschön. Etwas sehr unschön. Aber da können wir natürlich nichts machen momentan. Infanterieausrüstung wird schlechter. Sehr viel schlechter sogar. Liegt an... Auch hier an unten, das stelle ich gerade fest. Okay. Upgraden. Und upgraden. Und upgraden, so. Die ganzen Strecken alle mal upgraden, so gut wie es geht. Wunderbar. Dann soll es auch ein bisschen besser laufen. Ja, den Kreuzer wird es nicht mehr lange geben. Entwicklung haben wir auch hinter uns gebracht. So. Dann verbinden wir noch die Panzerfabriken miteinander. Und wenn wir schon mal haben, noch bessere Luft. Effizienzsteigerung bis zum Umfallen. Und wir sagen, Landdoktrine hier, guck mal. Die Orga von unseren Panzereinheiten ebenso verstärken. Ach, jetzt auf einmal möchte da jemand was mit uns anfangen. Okay, warte. Da haben wir doch was übrig. Zwei Stück von euch. Euch schmeißen wir 5, 6, 7 dorthin und dorthin. Da haben wir es nämlich gleich wieder für uns besetzt. Passivität können wir auch noch ein bisschen was machen. Aber es müsste eigentlich alles soweit funktionieren, wenn ich das richtig sehe. Yep. Wir greifen alles hier und hier an. Bodenangriffe sind auch da. 522. Ja, Logistik. Die ist vernichtet, die hier aber sowas von.
Ein 100er nach da oben schicken. Unsere sind besser. Das ist schön, unsere sind besser, egal was sie versuchen. Minus, warum Minus? Moment. Wir können hier nicht rot sein. Vollkommen unmöglich. Bitte eine weitere Schwadron hochschicken. Die nur dafür zuständig ist. Halt so und so. Das passt schon. Wunderbar. Abfangen. 300 Stück. Wir beschießen sie und nicht umgedreht. Nochmal 5000. Ja. Noch mehr. Wir brauchen noch viel mehr Waffen. Gib mir so viele Waffen bis zum Umfallen. Wir sagen ein bisschen Geist. Ja. Überfall. Konvoi ist soweit in Ordnung. Der Rest nicht ganz. Na, schau mal an. Etwas Schaden können wir doch nur anrichten hier unten. Ja, wir kommen halt nur nicht raus. Ey, Kommandante. Du kannst gerade nichts machen. Genauso wie der Rest von euch. Wir halten es eigentlich gerade nur auf. Ich würde liebend gerne richtig angreifen, aber ja. Das ist etwas, wo mir leider verwehrt bleibt. Okay. Upgrade Nummer 1. Upgrade für den nächsten Panzer. Her damit. Das haben wir alles gemacht. Das auch, das auch, das auch. Mehr können wir gerade nicht machen. Panzer. Juhe. Panzer. Juhe. Panzer. Juhe. Sonst noch irgendwas. Großkampfschiffe. Sichtbarkeit minus 5. Ortung plus 5. Ja, dann machen wir Ortung. Das ist ein bisschen besser, finde ich. Wenn wir die Leute orten können, haben wir es was besser gemacht. Zuverlässigkeit von allen Schlachten und Kreuzern erhöhen? Ja. Jägerproduktion. Angriff auf Seeziele? Nein. Boden- und Seeziele? 10% mehr Bodenzielangriffe? Yep. Das klingt noch nach einem guten Plan. Bitteschön. Sonst noch irgendetwas? Yep, die mittleren. Produktionsleistungserhöhung. Dazu müssen wir erstmal die Reparatur hier gemacht haben. Mehr strategische Bombardierung. Mehrzweck und Geschwind. Okay, geht nicht. Dann war es nicht das hier. Pax, Flax und Artillerie. Dich nehmen wir noch mit hinzu. Und harte Angriffe machen wir auch noch gleich. Und wenn wir es können. Ne, können wir nicht mehr machen. Schade. Hätten wir hier noch was gemacht. Treibstoffverbrauch brauchen wir nicht. Wir müssen weniger verbrauchen. Das wäre das Ziel. Quasi kosteneffektiv alles machen. Und dich auch noch gleich hinterher schmeißen. Also wir haben alles geupgradet, was wir upgraden können, würde ich sagen. Flak. Pack und Artillerie. Das ist in Ordnung. So, wir haben jetzt noch 3 Kanonen übrig. Die würde ich Schiergatz euch hochschicken. Dass alles, was hier oben ist, quasi Unterstützung bekommt. Damit wir hier endlich mal, ja, wollte ich gerade sagen, endlich mal durchbrechen. Unsere Verluste werden hoch sein wahrscheinlich. Könnte ich mir jetzt recht gut vorstellen. 1,4 Millionen. Aber wir haben auch schon 1 Million von den Russen getötet, also... Frankreich, warum versenkst du deine Flotte? Kannst du mir das mal bitte sagen? Das ergibt gar keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn sogar. Hier schießen wir noch alles ab, das ist gut. Panzermaterialforschung ist verschmolzen. Wunderschön. Dann sagen wir noch, wir hätten gerne Modifikation für... Ja, machen wir das hier. Artillerie-Upgrade. Das ist immer gut. Euch können wir noch ein bisschen verbessern. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir können das anscheinend. Und wir sagen dann, ja komm, wir brauchen eigentlich noch mehr. Kabinustrieren wendet, wir brauchen einfach noch mehr Material von allem. Sattle. Sitzpass hat Luft und gelegentlich auch mal können wir sagen, hey... Mach mir doch ein bisschen was von der Hoheitsflotte. Nicht viel, aber etwas.
passt. Sitz passt, hat Luft. Die Verbindungen sind soweit da. Du auch, du auch, du auch. Bis hier oben kommt es auch noch irgendwann mal durch. Yep. Das ist der einzige Bereich gerade, der ein bisschen unschön ist. Gebe ich zu, aber werden wir auch noch schaffen, das zu bekommen. Ja, Jugoslawien, das wird noch ein schönes Ding werden, gegen die Alliierten hier kämpfen zu müssen. Freue ich mich ganz und gar nicht drauf. Ja, kommt's hier. Normaler weicher Angriff. Reicht vollkommen aus an der Stelle. Auf dass wir die besseren machen. Flugzeuge in Reserve sind verfügbar. Kleine und Gladiatoren, warte mal. Das sind aber nicht die, wo ich gerade brauche, wenn ich es richtig sehe. Aber was ich brauchen könnte, wäre eigentlich... Ja, komm, was soll's. Was soll's. Ein paar von denen mitnehmen. Und ein paar von denen hier mitnehmen. So. Überlegenheit. Und Logistikbombardement hier noch. Ach komm, hier was soll's. Beide machen, sollte. Das schaffen wir schon. Ihr kommt da irgendwie durch, ich glaube an euch. Wenn sich hier zum Glück nichts bewegt. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn irgendwo die Türkei quasi Probleme bereiten würde. Aber dem ist zum Glück nicht so. Und wir werden mal sagen, wir möchten bitte mehr von unserer Flotte gerade draußen sehen eigentlich. Nee, die 14 war's. Die 14 und die 14. Alles sollen hier rauskommen. Oh, Hallöchen aber auch. Hm. Angriff von Großkampfschiffen. Du bist eigentlich der für U-Boote. Küstenbombardement. Wir machen dich hier. Dann machen wir noch Krisenmanager. Ich weiß noch nicht, warum gerade du das bist, obwohl er eigentlich der Kommandant für die größere Flotte ist. Okay. Ich akzeptiere es mal so, wie es ist an der Stelle. Was so ist. Schaut es ein bisschen besser aus. Ja, U-Boot-Förde können wir noch ein bisschen kaputt machen. Ansonsten, wir brauchen auch nicht angreifen gerade, stelle ich fest. Nee. Hier oben ist das Einzige, was angriffsmäßig gerade wichtig ist. Mehr Unterstützung. Und ein bisschen Ordnung hier noch hinterher geschmissen. Wir sind überall grün. Oh, das ist aber schön. Das freut mich doch. Jagdflugzeuge halbieren. Und die andere Hälfte nach da unten schicken. Dass wir wirklich überall alles haben. Also, wir haben ein Bombardement. Das ist herrlich. Noch ein bisschen mehr passiv. Die Artillerie ist fertig. Das heißt, wir kriegen eine bessere Haubitze. Das ist recht gut. Können wir dann später auf unseren Tank Panzer draufknallen, wobei, jetzt schon mal drauf. Was soll es? Was soll es? Du hier? Möchte ich eigentlich die besseren Bits jetzt bekommen können? Nein. Ah, weil Chassis zu schwach ist. Okay, ja, vergiss es. Vergiss es. Mit dem schwachen Chassis kriegen wir das natürlich nicht hin. Und wir benötigen noch mehr Ressourcen. Die müssen wir uns dann freischalten auf Dauer. Ja, das kommt auch noch. Wir haben dich und wir haben auch dich hier. Operation verbrannte Erde, so wie es ausschaut. Ansonsten nehmen wir dich ein, dich ein, dich ein. Dich hoffentlich auch noch bald. Sind wir sonst noch irgendwo gerade im Minus? Ihr habt die ganze Front hier, so wie es ausschaut. Du hier. Upgraden, upgraden. Upgraden, upgraden. Und wenn wir es schon mal dann haben, alles nach oben damit. Ja, mit den Gleisen. Haben wir sogar noch mehr gerade im Angebot? Yep. Weiche Angriff und Durchbruch, 3%. Das ist auf jeden Fall Flak. Fuck und Artillerie. Geschenkt. Mehr als geschenkt sogar. Ja, uns fehlt immer noch Infanterie.
Ah, warte mal, wir könnten auch noch. Stimmt, wir müssen noch auf umfangreich gehen. Sonst wird es echt unschön auf Dauer. Den Deutschen geht es aber auch nicht wirklich gut. Danke fürs bessere U-Boot. Werden wir machen, sobald wir den Schnorre dazu haben. 80 Tage. Komm schon, 135. Komm schon, komm schon. Verwundungen sind niemals gesund. Ein Mann für Verbundswaffen? Yep. Aber wir haben schon welche, okay. Haben wir zwei für Verbundswaffen? Warum nicht? Ich hatte hier ein bisschen was eingenommen. Das ist unschön. Könnte man das lassen an der Stelle irgendwie? Oder können wir vielleicht sogar... Ah, warte mal. Wir können ja mal gucken. Und dann Spionagenetzwerk aufbauen. Dann müssten wir quasi Einsicht darüber bekommen, wie es hier ausschaut. Definitiv sogar. Nein. Aber nur nein an der Stelle. Ich lasse dich hier nicht weiter durchkommen. Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr. Aushören, aufhören. Wir verlieren gerade zu viel an der Front. Viel zu viel sogar. Strukturierungen sind am Laufen, der Rest ebenso. Ansonsten. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Da sind wir ziemlich weit vorgestoßen, können aber noch sagen, hey, machen wir doch mal mitten in das Gebiet rein. Zack. Eine Versorgung, dann haben wir die nämlich auch mal geregelt. Und wir möchten den hier abgegradet sehen. Yep. Das wäre auch noch so eine Sache. Luft ist in Ordnung, soweit, wenn ich das richtig erkennen kann. Yep. Darunter und darunter. Und darunter. Ein Nuller. Dann können wir den wegmachen. Taktische Bomber. Nur zwei Stück da. Können wir auch wegmachen. Solche 1 und 2, die brauchen wir gerade ganz und gar nicht. Richtet ihr Schaden an? Yep. Das heißt, beim Stellungskrieg werden wir auf Dauer gewinnen. Yep, auch hier. Und wir holen uns natürlich noch ein paar Deutschen hinzu. Wir verdoppeln mal unsere Armee kurz. Die haben wir bestimmt irgendwo da. Optimierte Fließbänder ist gut. Ressourcenproduktion ist aber besser. Passiv haben wir jetzt auch da. Wenn wir es so ein bisschen Verschlüsselung machen können, wäre es ganz in Ordnung soweit. Was haben wir sonst noch im Angebot? Wir brauchen noch mehr Kanonen. Yep, nach oben. Falls sie sich denken, sie müssten angreifen nochmal. Was ich jetzt mal nicht hoffe an der Stelle. Weiche Angriff, Produktionsleistung erhöhen oder Geschwindigkeit. Vor allem mittleren Panzer angreifen. Komm, was soll's. Passt schon, passt schon. Bitte dich machen, bitte dich machen und bitte dich hier machen, Sordley. Weil bald bei den mittleren rausfliegen und ja den modernen Panzer bauen. Das dürfte ein bisschen angenehmer sein. Tun wir auf ein bisschen. Sonst noch was? Nein, sonst sind wir soweit in Ordnung. Flugabwehr wird besser. Aber noch nicht so gut, dass wir, wie wir es brauchen könnten. 21% haben wir bisher. Fast 2 Millionen Tote. Und wesentlich weniger beim Gegner angerichtet. Was ist, wenn ich sagen würde? Halbiert euch mal. Dann wären sie aber direkt wieder voll. Dann hätten wir 1500 Stück. Ich bin am Überlegen, einfach zu sagen, guck, wir vernichten ihre Lufthoheit hier. Machen wir mal. Yep. Das machen wir. Die rattern wir hinunter. Danke dafür. Produzieren wir genug für die Aktion? Wir haben noch jede Menge Jäger übrig. Ja, jede Menge ist vielleicht ein bisschen... Ein bisschen ziemlich optimistisch gesagt. Sagen wir es mal so. Wir haben einiges.
Drasch passt soweit. Yep. Bitte einmal ein 100er noch da lassen. Damit wir selber nicht angegriffen werden. Das passt dann schon soweit. Hm. Ich kann nur machen. Und wir sagen noch, wir hätten gerne nichts mehr, kein Heldentat, nichts, nein. Ist aber bei Weitem nicht so schlimm. Wir halten die Front. Wir werden gerade nicht vernichtet, das ist auch schon mal sehr, sehr wichtig. Wichtiger, als man so manchmal denken könnte. Ich gerade sagen, bitte übernehme das Ganze doch noch. Für den da hier. 1,6 pro Tag reicht immer noch nicht aus. Aber es müsste klappen. Theoretisch müsste es hinhauen. Wenn wir dann noch sagen würden, hey, 7 Stück, das seid ihr. Nochmal halbieren. Ja, über 1000 haben wir jetzt. Das ist nochmal alles quasi hier, was wir haben. 2 zu 15. Damit kriegen wir sie weg. Legionäre und die Deutschen und alles drum und dran. Und danach geht's auf Richtung Berlin irgendwann mal. Es wird lustig. Aber das beim nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss, Leute.